Ja, moin, mein Name ist Tobi von Feine Bohne und ihr hört oder seht vielleicht gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. Und ich bin heute im recht trüben Frankfurt am Main und neben mir sitzt Fritz. Moin Fritz. Hallo, grüß dich, freut mich. Ich habe mir gedacht, ich schaue mir mal an, in welchem Café hier Fritz ist. Und das ist nämlich ein besonderes Café. Wie heißt es? Wir sind die Holy Cross Brewing Society. Und, ja. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen? Tatsächlich ist das eine der ersten Fragen, die uns die meisten stellen. Es gibt verschiedene Gründe. Gegründet wurde es von meinem Vater und der ist einfach ein großer Fan von diesen britischen Pubnamen, die einfach irrsinnig lang sind immer. Mhm. So ist quasi die Länge entstanden. Aber der Mitgedanke war auch einfach, dass es im Kopf bleibt, dass man drüber stolpert, hat aber überhaupt nichts Religiöses. Das wäre die nächste Frage gewesen. Man denkt direkt daran, ne? Ja, denken viele. Nee, ist tatsächlich so, dass wir hatten uns vorher einen anderen Laden angeguckt und der war in der Heiligkreuzgasse. Ja. Vielleicht sagst du mal die Adresse für alle, die das hier mal besuchen möchten. Das ist die Fahrgasse 7 in 60311 Frankfurt. Mhm. Direkt hier am Fischerplätzchen am Main. Komm vorbei. Wir haben zwar nicht viele Plätze, aber ein paar. Und das ist was, was ich ganz spannend finde. Meiner Erfahrung nach sind die besten Cafés eher die kleinen Cafés. Also je größer das Café, desto eher hatte ich das Gefühl, ich bin nicht willkommen oder irgendwie hatte nicht so die Kunden, wie soll ich sagen, die Customer Experience, sagt man ja. Wie ist da so deine Erfahrung? Kleineres Café, größeres Café, was präferierst du? Definitiv kleiner. Mhm. Auch wenn manchmal da dann der Geräuschpegel sehr hoch wird, weil es eng und klein ist. Aber wie du schon sagst, es ist einfach für den Customer was ganz anderes, weil du einfach als Barista mehr Zeit hast, dich auch mit deinem Gegenüber auseinanderzusetzen. Das geht bei einem Großen einfach nicht. Da geht es einfach um die Masse, was auch ein vollkommenes, okayes Geschäftskonzept ist, wenn du einfach sagst, egal, ich will einfach Masse machen. Aber du hast halt einfach dann auch dementsprechend nicht die Zeit, dich wirklich auf jeden einzelnen Kaffee zu konzentrieren und dem Gast auch das zu servieren, was er will. Und bei euch ist es eben anders, also bei euch geht es nicht um Masse. Was ist euer Konzept? Also wir sind eine reine Familie plus ein paar Angestellte und so behandeln wir auch unsere Gäste. Wir sind hier sehr familiär. Wir haben viele, viele Stammgäste, die einfach teilweise zweimal am Tag kommen und das wirklich jeden Tag. Und das ist einfach wahnsinnig schön zu sehen. Da wissen wir einfach, wir machen das richtig. Was machen wir? Wir haben einfach einen Standard-Kaffee, sowohl für Espresso als auch als Filter, um einfach für die sagen, hey, ich will einfach einen guten Kaffee. Erzähl mir nicht, wie er angebaut ist oder sonst was. Das ist mir egal, ich will einfach einen guten Kaffee. Und für alle anderen, die sagen, hey, ich will über Kaffee reden oder ich will mal was Neues probieren, da haben wir immer einen Gastespresso plus nochmal verschiedenste Gastfilter. Die wechseln wir immer durch. Und da kann jeder so ein bisschen was Neues probieren, wenn er Bock drauf hat. Wenn nicht, wie gesagt, haben wir unseren Standard, den haben wir immer da und die Leute sind happy damit. Dass ihr sagt, ihr habt verschiedene Cafés zur Auswahl, das begegnen wir in Cafés wirklich selten. Also ich bin immer mal wieder in Cafés und dann bin ich total überrascht und begeistert, wenn nicht nur eine Auswahl da ist, sondern sogar bekannt ist, was ist es für ein Café. Weil was meine Erfahrung so ist, in den meisten Cafés, in die ich reingehe, ich bin da so ein bisschen wahrscheinlich ein anstrengender Kunde, könnte man sagen, weil ich frage, was habt ihr denn für Kaffeebohnen? Und dann gucken mich die meisten erstmal entsetzt an und sagen, das hat uns ja noch nie jemand gefragt. Wieso ist das, also das ist, glaube ich, noch typisch für Cafés. Man muss wirklich nach guten Cafés suchen. Kaffee kriegt man überall. Das Wissen über den Kaffee, der serviert wird, eher nicht. Was denkst du, warum ist das so? Das ist eine Kombination aus beidem. Ich denke, das ist so ein Faktor von, auch da wieder, dass viele sagen, okay, Hauptsache einfach Kaffee. Also das ist quasi der Gast, dem das Interesse einfach auch daran fehlt, was auch auf der Seite wieder vollkommen in Ordnung ist, wenn du einfach sagst, ich will einen guten Kaffee, interessiert mich nicht, wo er herkommt, wie er aufbereitet, alles fein. Und dann gibt es natürlich auch noch auf der anderen Seite
die Jungs und Mädels, die diesen Beruf Barista einfach machen, um ihr Studium zu finanzieren oder um noch nebenbei was zu verdienen. Und auch da ist es, die sagen einfach, okay, am Ende des Tages soll mein Geld da sein. Wie ich das verdient habe, ist mir egal. Und das, auch das ist fair und vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, daher rührt einfach, dass viele sagen, mir egal. Aber ihr seid ja begeistert für Kaffee. Also ihr habt eine Begeisterung für Kaffee. Ihr wollt wissen, was serviert ihr. Woher kommt diese Begeisterung und wie kann man die vielleicht auch bei Angestellten oder bei Kunden wecken? Du, das ist immer schwer. Also bei unseren Angestellten ist es einfach so, dass wir die, ich will nicht sagen drillen oder wie auch immer, aber man merkt schon einfach, okay, passen wir zusammen oder nicht? Haben wir dasselbe Kaffeeverständnis? Wir hatten auch schon den einen oder anderen, der einfach sagt, hey, ich brauche einfach einen Nebenjob. Das ist dann aber halt einfach für uns kein Angestellter. Mhm. Also der passt einfach nicht zu uns ins Team. Unser komplettes Team ist einfach kaffeeaffin. Mhm. Die wollen alle wissen, warum, wieso, weshalb der Kaffee so schmeckt, warum. Und für mich, beziehungsweise wahrscheinlich auch für meinen Bruder, ich spreche jetzt einfach mal für ihn, wir haben das so vom Papa gelernt und sind da so reingewachsen. Und inzwischen gibt es einfach so eine große Auswahl an spannender Cafés auch. Wenn man bereit ist, den entsprechenden Euro dafür auch auszugeben, kann man eine wirklich wahnsinnige Welt erfahren, die vielen verborgen bleibt, was sehr schade ist, aber nicht jeder ist interessiert an dem Kaffee, das ist auch. Warum? Also bevor wir ein bisschen mehr auf euch und eure Geschichte eingehen, warum sollte man deiner Meinung nach mehr Interesse an Kaffee haben oder sich mal damit auseinandersetzen? Weil man vieles verpasst, aber einfach auch, um dem Produzenten ein faires Gehalt zu geben. Wenn man sich dafür nicht interessiert, sondern einfach sagt, Hauptsache es ist braun und es weckt mich, was ja nach wie vor ein Großteil der Kaffeetrinker so machen, dann bleibt halt einfach für den Produzenten nichts hängen und das ist einfach nicht gerecht und auch nicht fair. Wir müssen alle daran verdienen oder wir wollen alle daran verdienen und da muss auch der Farmer genauso gut von leben können wie ich. Das ist einfach ganz wichtig und wenn man da keine Wertschätzung aufs Produkt legt, dann kann das einfach nicht funktionieren, dass der Farmer auch verdient. Eigentlich ist es ja auch eine Form von Wertschätzung, wenn ich mich damit auseinandersetze. Ne? Wenn ich jetzt, also sagen wir mal, ich wäre Architekt und würde ein Gebäude bauen und jeder würde nur sagen, na Hauptsache es hat eine Tür, dann würde ich mir denken, also die restliche Arbeit, die ich da investiert habe, interessiert gar nicht und bei hochwertigem Kaffee eigentlich genauso. Ne? Genau, du würdest ja auch kein Haus auf Sand bauen. Einfach mal, ne? Also das ist einfach, da geht es einfach darum, dass für alles fair sein muss oder dass jeder davon leben soll und da ist einfach auch wichtig, dass man sich interessiert, warum ist dieser Kaffee so viel besonderer. Da sind wir noch gar nicht beim Geschmack, sondern einfach den grundlegenden Faktor von, hey, wir müssen alle gucken, dass das für alle fair ist. Und es ist einfach in den vergangenen Jahren, auch meinetwegen noch vor meiner Zeit, einfach fatal schief gelaufen. Und da müssen wir jetzt einfach gucken, wie wir es wieder in die richtige Richtung gehen. Das ist einfach, das ist auch ein Ansatz für uns, ganz wichtig, dass wir da nicht auf große Röster zurückgreifen, weil bei denen, klar, irgendwann geht es ums Geld und das ist auch verständlich, sondern da eher gucken, dass wir bei den kleineren bleiben, die wirklich dann gegebenenfalls auch direkt mit dem Farmer zusammenarbeiten, was selten passiert, aber doch der eine oder andere macht. Mhm.